Schönen guten Tag, mein Name ist Jan Haider von CapTrader und ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Kurzvideo begrüßen. Das Thema heute sind die Micro-E-Mini-Futures. Diese wurden ja erst vor kurzem von den amerikanischen Börsen an den oder auf den Markt gebracht und von daher klären wir heute einmal die wichtigsten Fragen zu den neuen Produkten. Zunächst einmal stellt sich die Frage: Was sind die neuen Micro-E-Mini-Futures, beziehungsweise warum wurden diese überhaupt an den Markt gebracht von den amerikanischen Börsen? Nun, es ist so, dass die amerikanischen Börsen eben durch diese vier neuen Kontrakte die geringeren oder die kleineren Konten eben auch partizipieren lassen wollen. Es gibt also eine geringere Stückelung, das heißt, man kann auch feiner unterteilen bei den beliebten Index-Futuren, inwieweit man denn Positionen eröffnen möchte oder dann letztendlich auch wieder schließen möchte. Welche Futures sind aktuell verfügbar? Nun, zum einen gibt es den MES, das ist also der Mini-Future auf den S&P 500. Handelbar aktuell im Kontraktmonat September, Dezember, März oder auch fortlaufend. Wir wählen hier jetzt einmal die am kürzesten laufenden Futures aus. Dazu gibt es einmal den MNQ, sprich den Mini Nasdaq. Außerdem gibt es den Mini Russell. Der wird abgekürzt M2K. Und außerdem gibt es noch den Mini YM, also den kleinen Dow Jones Future, und auch der lässt sich hier abbilden. Gut, diese vier Index Futures sind tatsächlich sehr beliebt. Das sieht man auch hier am Geldkursvolumen und auch vor allen Dingen am Briefkursvolumen, das hier abgetragen ist. Und ja, da diese Futures so beliebt sind, fängt eben die amerikanische Börse oder die amerikanischen Börsen fangen diese zusätzliche Nachfrage in Zukunft noch besser ab, indem eben diese kleinere Gliederung denn verfügbar ist. Grundsätzlich ist die Nachfrage in den altbekannten Produkten, wie zum Beispiel dem größeren Future, hier zum Beispiel ES an der Globex. Da ist die Nachfrage natürlich hier beim Geldkursvolumen 114 im Vergleich zu 89 oder 41 beim Briefkursvolumen im Vergleich zu 6 ist natürlich deutlich größer. Das ist allerdings auch, liegt allerdings auch in der Natur der Sache, weil eben die Produkte MES und so weiter noch sehr neu auf dem Markt sind. Gut, ich habe also jetzt gerade schon von einer kleineren Stückelung gesprochen. Was meine ich damit ganz konkret? Wenn man hier einen Rechtsklick auf den MES vornimmt und dann einmal Finanzinstrument Info und Beschreibung wählt, kann man das Ganze sehr gut erkennen. Hier ist also von einem Multiplikator von 5 die Rede. Das bedeutet eben, wenn dieser Future MES hier um einen Punkt steigt und Sie long investiert sind, dann würden Sie eben einen unrealisierten Gewinn dann von 5 US-Dollar machen. Dasselbe gilt dann letztendlich für die anderen Futures. Da zeige ich gerne auch nochmal die unterschiedlichen Multiplikatoren. Hier zum Beispiel beim Micro E-Mini Nasdaq liegen wir bei 2. Also 2 US-Dollar pro Punkt beim Russell, beziehungsweise ja beim Micro E-Mini Russell sind wir dann wieder bei 5. Und den kleinsten Wert hat der Mini Dow Jones mit 0,5. Also da würden Sie pro gewonnenen Punkt oder pro gewonnenen 2 Punkten genau einen US-Dollar Profit machen, wenn Sie denn long in diesem Future sind.
Gut, das Ganze können wir jetzt natürlich auch nochmal hier vergleichen mit dem normalen ES. Und da sehen wir also, dass es hier einen Multiplikator von 50 gibt anstelle von 5. Das Ganze ist hier analog zu sehen, auch mit den anderen E-Mikro-Futures. Das heißt also, es gibt hier immer einen Zehntel Punktwert von dem größeren Future. So ergeben sich auch die unterschiedlichen Multiplikatoren an der Stelle. Also, dann kam häufiger die Frage auf oder stellt sich natürlich auch die Frage, wo liegt denn jetzt genau der Vorteil hier von diesen vier neu eingeführten Futures? Nun, der Vorteil oder die Vorteile liegen zum einen im Kapitalaufwand. Der Kapitalaufwand ist dementsprechend natürlich auch niedriger. Das heißt, wenn wir hier einmal einen Rechtsklick vornehmen und auf Kaufen gehen, bei der ausstehenden Menge oder bei der ausstehenden Menge 1 sehr gerne, dann beläuft sich der Ersteinschuss, die Initial Margin, auf 470 US-Dollar bei einem Betrag von 15.000. Und bei dem größeren Future mit derselben Kontraktzahl, da ist eben dann eben auch schon das Zehnfache an Ersteinschuss geboten. Das heißt, also wir handeln hier natürlich dann auch den zehnfachen Wert. Ja, also die Margin-Sätze haben sich nicht verändert in der Relation. Allerdings ist es eben durch die geringere Stückelung so, dass hier eben auch die kleineren Konten von diesen Futures, von diesen beliebten Index-Futures hier partizipieren können. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Ein weiterer Vorteil liegt natürlich auch in den Kommissionen. Also die Kommission für diese Index-Futures MES, MNQ, M2K, MYM, die liegen allesamt bei einem US-Dollar 25 pro Half-Turn, während wir bei dem normalen ES-Future bei 3 US-Dollar 50 liegen. Gut, die kleinere Stückelung hatte ich jetzt mehrfach angesprochen. Außerdem, wie gesagt, bereiten diese vier Futures eben die Möglichkeit, auch für kleinere Konten, zum Beispiel ihre Aktienportfolios, beispielsweise hier Aktienportfolios im Bereich Nasdaq 100, eben durch diese Positionen abzusichern, zu hedgen. Die Margin, die hinterlegt werden muss, beläuft sich zwischen den Kontrakten so ungefähr zwischen 4 und 7%. Und die Handelsberechtigungen für diese neuen Kontrakte, die sind ganz gleich identisch mit den größeren Kontrakten. Also Sie brauchen dafür auch die Handelsrechte für US-Futures. Die Marktdatenpakete für diese Kontrakte, die gehen ein Stück weit auseinander. Das ist hier ganz gut zu sehen. Der einzige Kontrakt, der at ECBOT an der ECBOT gehandelt wird, ist hier der MYM. Die anderen drei Werte sind hier zu finden mit at Globex. Und das bedeutet, sie sind also über die CME handelbar. Dementsprechend müssten Sie also bei den Marktdatenpaketen einmal das CME Realtime und auch das CBOT Realtime-Datenpaket abonnieren für jeweils 1 US-Dollar 25 pro Monat, um die Live-Kurse für diese Futures in Level 1 sehen zu können und in Level 2, wo also neben den Echtzeitdaten auch die Orderbuchdaten hinzukommen. Da müssten Sie einmal für diese beiden Pakete jeweils 6 US-Dollar monatlich bezahlen. Das Ganze können Sie natürlich, wie gehabt, sehr flexibel monatlich bei uns bei CapTrader kündigen. Und genau, das wären schon einmal die wichtigsten Punkte soweit. Weitere Informationen zu diesen Mikro-Futures haben wir natürlich auch bei uns auf der Seite. Diese Seite mit dieser Übersicht erreichen Sie unter dem Punkt Konto Konditionen. Hier dann unter dem Unterpunkt Option und Futures. Und hier gibt es den Punkt USA Micro E-Mini Futures, wo also die vier Kontrakte aufgelistet sind und hier ein Link hinterlegt ist mit den weiteren Informationen. Also da können Sie sehr gerne auch nochmal
nachschauen. Hier gibt es auch ein paar Beispielberechnungen und noch viele, viele weitere Informationen für Sie aufbereitet. Und da können Sie also gerne nochmal Recherche betreiben letztendlich. So, und um diese Einführung dann zu einem guten Abschluss zu bringen, habe ich Ihnen hier nochmal die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Vorteile für den Handel der US-Micro-Futures aufbereitet. Und zwar haben Sie einen geringeren Kapitalaufwand, wenn Sie sich für diese Produkte entscheiden, da eben durch die kleinere Kontraktgröße eine geringere Margin letztendlich hinterlegt werden muss und das Ganze sich natürlich auch dann in den Kommissionskosten widerspiegelt. Da haben wir also 1 US-Dollar 25 jeweils Half-Turn für die US-Micro-Futures. Und außerdem lässt sich eben ein präziseres Hedging betreiben. Das heißt, je nach Index können also Aktienportfolios mit diesen neuen Produkten noch besser, noch genauer gehedged werden. Da muss man also in Zukunft nicht mehr einen größeren oder 10-mal so großen Kontrakt kaufen, sondern bei den amerikanischen Indizes, da können Sie jetzt auch gerne diese neuen US-Micro-Futures nutzen, um eben auch kleinere Aktienportfolios besser abzudecken. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit.